So etwas hat es noch nie gegeben. Pfefferkuchen-Olympiade in Pulsnitz. Im Mittelpunkt die Geher, die zu DDR-Zeiten die Weltspitze stets mitbestimmten. Und nun staunen weniger über den Wettkampfort als vielmehr über ihre Wettkampfkleidung. Jetzt haben Sie in Ihrem Leben ja ein paar Einkleidungen mitgemacht. Wie sind Sie denn mit der heutigen Einkleidung zufrieden? Das ist die beste von allen. Ne? Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann damit leben. Mexiko 1968, Christoph Höhne auf dem Weg zum Gold auf der langen Strecke. Heute, knapp ein halbes Jahrhundert später, wird der gebürtige Sachse flankiert von Peter Frenkel, der in München 1972 die kurze Distanz gewann. Der 33-Jährige, der aus Eckartsberge in der Nähe von Naumburg stammt und nun beim ASK Vorwärts in Potsdam ist, er in der glücklichsten Stunde, in dem glücklichsten Augenblick seines Lebens, er wird Olympiasieger. Er, Hans-Georg Reimann, kam in München als Dritter ins Ziel, wurde dort von Peter Frenkel in Empfang genommen. Zurück nach Pulsnitz. Denn jetzt wird's ernst für das Erfolgstrio. Im Unterschied zum Gehen ist aber weniger Ausdauer als vielmehr Geschicklichkeit gefragt. Die Aufgabe? Pfefferkuchenhäuser bauen für ein olympisches Dorf. Ganz nebenbei erfährt man zum Beispiel, dass Christoph Höhne seit ein paar Jahren wieder Wettkämpfe bestreitet. Ich bin ja noch aktiv oder wieder aktiv jetzt und bin entsetzt, wie man im Alter abbaut. Das ist ein Jammern auf hohem Niveau, klar. Denn der 76-Jährige holte bei der Senioren-WM 2016 in Australien dreimal Gold. Sein Comeback aber hatte nur einen Grund, irgendwie fit bleiben. Aber Einsicht in die Notwendigkeit, oder? Ja, nur. Dass es mir Spaß macht, könnte ich nicht behaupten. Bei der Königsdisziplin in Pulsnitz geht es um ein persönliches Olympiamotiv. Hans-Georg Reimann war gleich viermal dabei, durfte einmal sogar die Fahne tragen. Ich habe fast alles erreicht, mir fehlt halt der Olympiasieg, aber so ist das eben im Leben. Ne? Wenig später ist die Lücke in der Biografie geschlossen. Reimanns später Triumph, die perfekte Abrundung einer tollen Geschichte.